Ich bin zurück aus dem Krankenhaus, habe eine lustige Geschichte mitgebracht und so viel Stuff, dass ich das gar nicht im Pre-Intro aufzählen kann. Viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen kleinen Vlog hier auf meinem Kanal. Und es gibt heute einfach so viel Stuff, dass ich gar nicht sagen kann oder aufzählen kann, worum es überhaupt alles geht. Ich versuch's einfach mal kurz. Wir haben heute den ersten Advent, ja. Der Weihnachts-Adventskalender steht vor der Tür und ich habe alle eure Bilder fleißig gesammelt. Es gibt natürlich jetzt auch wieder zwei Gewinner. Ich war ja eine Woche weg wegen Krankenhaus. Dann gibt es ein Giveaway zu Watch Dogs. Es gibt geile Rabattaktionen für Games und Co. gerade jetzt und auch für Merch im Dezember. Dann gibt es auch noch eine Überraschungsaktion im Dezember. Ich zeige euch am Ende noch ein kleines Spiel, das habe ich extra im Vlog eingebaut. Diesmal nicht Shakes and Fidget. Das habe ich extra in den Vlog eingebaut, weil ich darüber noch ein bisschen was erzählen möchte. Ist ziemlich lustig, aber auch ziemlich gesellschaftskritisch. Ganz am Ende seht ihr das. Und ja, die Gewinner. Ich habe eine neue Brille. Hier ist meine alte. Und vieles mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Aber am besten, damit wir uns ein bisschen einstimmen können, mache auch ich die erste Kerze des Adventskranzes an. So, da seht ihr sie. Fantastisch, von mir wieder vorbereitet. Wenn ich mit echtem Feuer hantieren würde, würde das ja alles abbrennen. Deswegen nehme ich diese Kerze. Die ist ziemlich cool. Die hält auch ziemlich lange, wenn man möchte. Also ziemlich praktisch auf jeden Fall. So, wo fange ich an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste nach und nach runter, so wie ich sie da stehen habe. Ich möchte auch ein bisschen über die letzten Videos quatschen, über zukünftige Projekte und habt ein bisschen Zeit, würde mich freuen. Wird ein cooles Video, glaube ich. Ich fange einfach mal an. Und zwar haben die Leute von G4Less, ja, das ist so eine kleine Homepage, die betreibt so eine Gaming-Community und macht auch so ein bisschen Preisvergleise, ein Zug und der andere. Nein, die machen so ein bisschen Preisvergleiche. Hab's heute nicht so, hab eine Woche nicht geredet, ja, also nicht in mein Mikrofon gelabert. Ihr wisst, was ich meine und auf jeden Fall verlosen die, 5x Watch Dogs. Der Link zum Giveaway, das ist dieselbe Seite, die wir letztens schon mal benutzt haben, wo man so unterschiedliche Sachen machen muss oder kann, wie folgt unserer Facebook-Seite und dann bekommt ihr halt ein Ticket. Auf jeden Fall ist die Aktion ziemlich nice und ich denke, es werden nicht allzu viele Leute mitmachen. Und so könnt ihr Watch Dogs pünktlich zum Release absagen. Ihr habt Zeit bis zum 30. Drei werden zum Release verschickt und zwei werden am 30. dann verschickt, sodass man zum Release schon zocken kann und die Chance hat, aber dass alle Zeit haben mitzumachen, auch noch zwei Tage hinten dran gehangen wird, damit da auch nochmal was verlost wird. Auf jeden Fall schaue ich das mal in der Videobeschreibung an. Die G4Less-Leute sind sowieso dauerhaft bei mir in der Videobeschreibung verlinkt und das Giveaway ist einfach nur extra. Also das haben die jetzt so gemacht und ich kann das halt einfach mal ansprechen. Ist ja eine feine Sache. Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste, erstmal muss ich niesen. Oder nicht? Ich hoffe nicht. Das zieht sich jetzt ein bisschen. Ja, bin ich wieder. Entschuldigung. Ja, Linecast. Ich hatte ja letztens schon gesagt, dass ich mit Linecast wieder zusammenarbeite und auch die werden im Dezember richtig durchstarten. Die haben jetzt sogar ein neues Logo. Wenn ihr Herrn Linecast zurückerinnert, war es ja Blaue Löwe mit einem Linecast-Schriftlogo. Die haben jetzt dieses so ein Logo. So. Gedreht. Andersrum. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen. Heute läuft's hier. Ja, ihr habt das Logo bestimmt schon mal gesehen, ansonsten bei mir auf Twitch oder so. Und die starten jetzt auch im Dezember richtig durch. Da soll sogar noch ein neues Produkt kommen, ein neues Headset. Und das werde ich für euch testen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich immer gerne auf der Seite umschauen. Linecast ist immer ziemlich gut. Also ich mag die Linecast-Sachen. Die mechanische Tastatur hatte ich sehr, sehr lange benutzt. Ich bin Meister vom Tastatur kaputt machen. Ich weiß nicht, wem das noch so geht, aber bei mir geht Maustastatur regelmäßig kaputt. Aber es ist jetzt egal von wem, ja. Ich hatte ja, wie schon erzählt, die Apex habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal. Die Sensor hält jetzt mal ein bisschen, ansonsten hatte ich davor mal Razer. Und die Linecast-Sachen, die finde ich, halten immer ziemlich lange und mechanische Tastaturen sind immer ziemlich geil.
Und deswegen schaut euch gerne mal um, wenn ihr bei Linecast vorbeigehen solltet, auch für Weihnachten wieder, sind immer ziemlich preiswert, ist eigentlich immer ganz geil. Und damit wir jetzt auch mal wieder einen kleinen Übergang haben, habe ich wieder zwei Jacken für euch rausgesucht, die was gewonnen haben. Ich war jetzt eine Woche weg, deswegen gab es letztes Mal keinen Gewinner. Und oh, meine Kerze ist ausgegangen. Und zwar sind das die beiden. Da haben wir einmal den G-Freak 83 mit der Nummer 12. Schöner japanischer Hintergrund, oder? Ja, schick, ne? Da ist schon eine geile Trennwand, um sich umzuziehen. Und hier ein Schummler, das ist nämlich der Rookinator mit der Nummer 7. Der hat zwei unterschiedliche P-Karten. Das bedeutet, er benutzt zwei Kartenspiele, wenn er spielt. Also die Kumpels von Rookinator ein bisschen aufpassen. Scheint ziemlich oft zu bescheißen, auf jeden Fall. Ich habe random die beiden rausgesucht und ich habe ja gesagt, jede Woche kann irgendwer was gewinnen. Ich habe einmal für dich oder für dich, wer sich auch immer zuerst meldet auf Twitter, Titanfall 2 oder Battlefield 1, der Erste, der sich auf Twitter bei mir meldet, darf sich's aussuchen. Der andere würde dann das andere bekommen. Wenn er mir jetzt sagt, Alter, habe ich beides oder finde ich beides nicht geil, dann finden wir schon was. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Was hat es mit den Jacken überhaupt auf sich? Ich sage es ja gerne nochmal. Der Adventskalender im Dezember steht ja an. Also ich werde am 1. Dezember werde ich wieder ein Vlog machen, wie letztes Jahr. Ich werde immer so ein Mini-Video machen. Und da blende ich die Leute mit den Jacken mit der Nummer 1 ein, am 2. mit der Nummer 2 und so weiter und so fort, bis wir den Adventskalender vollkriegen. Und dann am Ende haue ich halt den Obershit raus. Battlefield 1 Collector's Editions, Overwatch Collector's Edition, eine 1080 und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das war die Idee dahinter. Und bis jetzt lief das mega krass. Wir haben super, super viele Fotos, habe ich schon bekommen. Wenn ihr die auf Apestar bestellen solltet mit eurer Nummer, schickt mir das auf Twitter, das Bild, dann kann ich das speichern und dann kommt ihr auch in den Adventskalender. Und jetzt, weil viele Angst hatten, das habe ich letztens schon erklärt, wenn ihr jetzt eine Nummer 25 nehmt oder 26 oder höher, das ja nicht im Adventskalender drin ist, ist das nicht schlimm. Ihr kommt sozusagen alle mit an das Video mit dran, so Bonus. Ja, wer hier, keine Ahnung, ich zeige die immer. Am 1. Dezember kann ich auch mal die Nummer 77 oder sowas zeigen. Hauptsache, ihr kommt alle mit rein ins Video. Und wenn ich wen vergesse, wenn jetzt einer die Nummer 1 hat oder 2, und er ist am 1. Dezember nicht dabei, dann direkt anschreiben auf Twitter, ja, und zur Not gerne auch am nächsten Tag nochmal und mir das Bild nochmal schicken, dann mache ich es direkt rein, sobald ich es habe. Also sollte ich irgendwas übersehen haben, bitte einfach nochmal melden. Genau das Gleiche gilt für euch beide, G-Freak und Rookinator. Sollte ich eure Nachricht auf Twitter nicht bis Dienstag beantwortet haben, schreibt mir bitte nochmal. Also es kann wirklich einfach nur sein, dass wenn ich Twitter auf dem Handy offen habe oder auf dem PC und auf dem Handy sozusagen die Nachrichten anklicke und es da überlese, wird es auf dem PC nicht mehr als neu angezeigt. Bitte einfach direkt Bescheid sagen und wir finden schon was Geiles für euch. Ja. Apestar hatte übrigens oder hat im Dezember eine Rabattaktion. Also ich weiß, dass sie jetzt Rabatte auf Tassen und Mauspads hatten und im Dezember, zumindest steht das auf dem Twitter-Account, soll es bis zu 40%, was das heißt, kann ich noch nicht sagen, geben. Also Dezember ist immer mega krass auf Apestar. Also selbst wenn du jetzt nicht mein Merch oder sowas kaufen möchtest, sondern von irgendwem anders, Dezember lohnt sich dafür. Heute bin ich hibbelig. Das sah kacke aus. Ja, auf jeden Fall G-Freak und Rookinator, vielen, vielen Dank für die beiden coolen Bilder. Wünscht dir eine neue Trennwand, Kollege? Nein, ich finde die eigentlich ganz geil und farblich passt es halt perfekt mit der Jacke. Und Rookie, ne, nicht so viel schummeln. Man sieht, dass es zwei unterschiedliche Kartenspiele sind. Ja, da hätten noch die Peak 7 hätten noch geholfen. So, sehr, sehr geil. Vielen Dank. Nochmal mehr News, ja? Bevor ich. Okay, Halbzeit. Krankenhausgeschichte, interessiert viel. Hier ist übrigens wieder eine Ohrmuschel von meinem Headset. Ich habe ja gesagt, das fällt immer auseinander. Ich zeige euch gerne nochmal den Trick. Ja? Ohrmuschel drauflegen, festhalten, aufsetzen. Denn sonst fällt es wieder ab. Das Ding ist steinalt, Alter. Das ist so alt. Ne, da ist Manus noch mit dem Dino zur Schule geritten. So alt ist das. Zwischengeschichte, Zwischenbilanz. Entschuldigt, dass das hier so alles so staubig geworden ist. Mann, ich kam auch mit der Wohnung nicht weiter. Nur weil man einmal weg ist, kackt hier alles ab. Das wird auf jeden Fall behoben. Bis zum nächsten Mal. Ich muss hier sowieso noch Staub putzen, wenn alles eingeräumt ist. Ja, entschuldigt bitte. Krankenhaus, genau. Warum war ich im Krankenhaus, wird oft gefragt. Ich hatte es auf Twitter, glaube ich, nie direkt geschrieben. Ich war wegen einer. Sagen wir erstmal,
Ich wäre gerne wegen einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus gewesen. Das war es dann im Endeffekt leider nicht ganz. Ich hatte am Samstag letzte Woche starke Bauchschmerzen, ja, und ja, richtig starke Bauchschmerzen. Ihr kennt ja, jeder von uns hatte schon mal Bauchschmerzen. Das war aber ein bisschen anders. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, ich esse so viel, da könnte ich auch was Falsches gegessen haben. Dann wurde mir hier natürlich, ich bin ja auch ein Mann, ne, aus dem Schnupfen wird eine tödliche Krankheit. Da wurde mir hier gesagt, ja, das sind nur normale Bauchschmerzen, stell dich nicht so an. Ich kann nur jedem raten, jeder von euch kennt es, wenn man Bauchschmerzen hat. Und wenn das wirklich, sagen wir mal, achtmal schlimmer ist, dann ihr wisst das immer noch am besten, weil ihr merkt es ja, das kann euch ja keiner sagen. Wartet nicht zu lang, ne? Ich hatte dann, Samstag habe ich dann, ja gut, hatte halt Bauchschmerzen. War scheiße, konnte nicht schlafen. Sonntag wurde es nochmal schlimmer. Da konnte ich nicht sitzen. Da habe ich auch alle Aufnahmen abgelehnt. Nein, verschoben, abgesagt, abgesagt. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen. Unsere Badewanne hat den perfekten Winkel gehabt, dass es nicht wehtat. Ich lag den ganzen Tag in der Badewanne, weil ich mich nicht bewegen konnte. Außer halt da waren die Schmerzen halt nicht so stark. Also da waren sie erträglich. Und am Montag dachte ich mir dann, jetzt, ich sollte doch zum Arzt. Weil Montag ist es dann nochmal schlimmer geworden. Und bin danach ins Krankenhaus gegangen. Und es war nicht nur Blinddarmentzündung, sondern der war schon durchgebrochen, also ein Blinddarmdurchbruch und hatte benachbarte Organe angefallen. Das heißt, das war schon scheiße. Und scheiße ist da, glaube ich, noch relativ mild ausgedrückt. Das hätte auch anders ausgehen können. Mir wurde in der Notaufnahme gesagt, wäre ich ein paar Stunden später gekommen oder vielleicht sogar erst morgen, wie ich es eigentlich geplant hatte, dann wäre vielleicht sogar schon zu spät gewesen. Was ich im Krankenhaus erlebt habe oder mitbekommen habe, mir ging es ja relativ gut, die OP ging gut, auch da bin ich immer sehr dankbar für, ich habe da immer sehr, sehr großen Respekt vor und auch gleichzeitig immer sehr, sehr große Angst, denn wenn von 1000 Menschen auf diesem Planeten 999 Leute plötzlich reich wären, ja, 999, das ist richtig, bin ich der eine, der es nicht wird. Und genauso andersrum halt, ich wollte jetzt das Negativbeispiel nicht nennen, habe ich da immer sehr, sehr große Angst vor. Und es ging alles gut, dafür bin ich auch sehr dankbar und freue mich natürlich, mir geht es auch jetzt schon wieder besser. Aber was ich so mitbekommen habe und was da so passiert ist, das könnt ihr euch gerne mal im Podcast anhören, da konnte ich das ein bisschen ausführlicher erzählen. Petecast einfach auf der petesmeet.de-Seite oben rechts auf Podcast drücken oder Petecast googeln, so mache ich es meistens, weil ich immer vergessen habe, dass es auf der Petesmeet-Seite ist. Da kann man sich das nochmal anhören. Und da ist auch meine ganze Story bei, ist direkt im ersten Abschnitt. Könnt ihr mir, wenn ihr das gehört habt, könnt ihr auch mir gerne hier einen Kommentar schreiben, ob ihr sowas Ähnliches mal erlebt habt. Ich kann euch nur sagen, das sich anzuhören lohnt sich wirklich mal. Viele fanden das auch sehr lustig. Und ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder da, mir geht es wieder ein bisschen besser. Per Aufnahmen habe ich auch schon gemacht und jetzt mache ich halt das hier. Leider kam ich jetzt noch nicht zum Aufräumen, zum Umräumen, zum Einräumen. Die Kerze ist aus. Die Kerze war aus. Und ja, das werde ich jetzt dann alles nächste Woche in Angriff nehmen. Dann werde ich auch wieder sauber machen und alles aufräumen. Deswegen entschuldige ich das bitte. Ja, auf jeden Fall, das ist so meine Krankenhausgeschichte. Gerne anhören und was dazu schreiben. Ich habe noch mehr. Wie gesagt, im Dezember fangen ja alle an. Und ihr wisst ja, ich habe viele Partner und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das ja auch ziemlich geil für euch. Und zwar wisst ihr ja, dass ich mit ISO zusammenarbeite. Dann die guten Stücke hier. Der 27 Zoller und die 24 Zoller hatte ich euch ja letztens gesagt. Die 24 Zoller seht ihr, glaube ich, gar nicht hier. Also, ne, sind beide versteckt. Deswegen ist ein Monitor für meinen Laptop, der eigentlich dastehen sollte. Die sind jetzt, ich glaube ab jetzt schon, reduziert worden. Also ich finde das immer eine ziemlich geile Weihnachtssache. Ich hatte ja gesagt, wer einen ISO-Monitor haben möchte, der wird damit viel Spaß haben. Ich finde den ISO-Monitor ziemlich geil und will den wirklich nicht mehr wechseln. Wie ich aber sagte, sind die ISO-Monitore ziemlich teuer im Vergleich zu vielen anderen. Die werden jetzt aber reduziert bis zum Ende des Jahres auf ISO.de und AT. Das wurde mir extra in der E-Mail geschrieben. Das betrifft dann wahrscheinlich halt Deutschland und Österreich. Ich weiß nicht, ob die Schweiz eine eigene Seite hat oder ob die sowieso auf, wenn man in der Schweiz wohnt, kauft man auf einer DE oder AT-Seite oder gibt es das oft auch in CH? Das würde mich mal interessieren, weil ich weiß, dass in die Schweiz schicken alles unglaublich teuer ist.
Auf jeden Fall gibt es auf der iso.de und AT-Seite momentan die Möglichkeit, die ein bisschen reduziert zu kaufen. Und zwar sogar mit einem Gutscheincode. Dalukat 50, bin ich noch nicht ganz, aber vielen Dank, iso-Team. Und Dalukat 30. Dalukat 50 funktioniert als Gutscheincode auf den 27 Zoller. Und Dalukat 30 funktioniert auf den Monitor 24 Zoll. Dann kostet der einen Monitor, weil der sowieso schon reduziert ist, anstatt 1100 noch 990, sind immerhin 110 € weniger. Und der andere kostet anstatt 350 noch 319. Also der große Monitor ist damit endlich mal unter 1000. Das ist viel und das will ich nicht leugnen. Und da müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Aber wer sich mal sagen kann, ey, wenn ich mal einen Monitor haben will, der richtig geil ist, dann kann man das auf jeden Fall mal machen und sich mal anschauen. Das ist nur, ich will da jetzt irgendwie nicht sagen, Leute, wünscht euch den alle oder so. Das ist für die Leute, die ja, sich das auch mal leisten können, die sich sowas zu Weihnachten wünschen können. Weihnachtsgeschichten würde ich gerne noch erzählen und würde ich auch gerne wieder mit euch austauschen. Und ja, wer die Möglichkeit hat. Auf jeden Fall, wenn ihr die Überlegung hattet, euch einen ISO-Monitor zu holen, sind sie jetzt auf jeden Fall günstiger als sonst. Und mit Dalukat 50 oder 30 halt nochmal ein bisschen. Ja, schön, schön. Wir kommen weiter. Meine Brille, die Gunnar, Leute. Also pass auf, das ist meine alte Brille. Die habe ich jetzt seit, boah, anderthalb Jahre. Ja, anderthalb Jahre. Und die hat ja, viele fragen ja, warum hast du gelbe Gläser? Das ist ein ganz spezielles Glas und dieses Glas filtert künstliches Licht. Das heißt, künstliches Licht vom Monitor zum Beispiel ist für mich in der Hinsicht kristallklar. Das heißt, es blendet nichts. Das ist scheiße zu erklären. Aber der Effekt ist halt voll da. Und dadurch werden die Augen nicht so müde. Das heißt, man kann, ich hatte das auf der Arbeit, habe ich die auch damals getragen, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Man kann damit eine ganze Zeit lang arbeiten, ohne müde zu werden. Und beim Zocken hat es halt denselben Effekt. Deswegen kann ich auch so viel spielen. Und das heißt ein ganz bestimmtes Glas. Und ich hatte dafür auch immer ein ganz bestimmtes Putztuch gehabt. Mit der Zeit wird dieses Glas schlechter. Also schlechter ist falsch. Man bekommt den Dreck nicht mehr hundertprozentig davon ab, also keine Ahnung, Staub oder wenn du mit dem Finger drauf kommst oder sonstiges, dann muss man die richtig krass reinigen. Ich habe mich natürlich daran gewöhnt, weil wenn du sie immer auf hast, gewöhnst du dich dran. Jetzt habe ich mal eine neue bekommen und auf einmal so 200% geiler. Ich bin froh, mit den Gunnar-Leuten da in Kontakt zu treten, denn eigentlich gibt es die gar nicht mit Dioptrien. Weil es ist ja meine normale Brille, die ich immer trage mit Sehstärke. Und die wird dann immer in Amerika angefertigt und hierher geschickt. Ich weiß nicht, ob man das anfragen kann. Das Ganze ist natürlich auch ein klein bisschen teurer, die Angelegenheit. Für mich hat sich das aber einfach gelohnt. Und die Brille ist langsam kaputt gegangen. Also erstmal, das Ding hier war noch ein gutes Stück schwarz. Das, was hier komplett grün ist. Da sieht man schwarze Flecken bis hier hinten, weil die eigentlich mal schwarz war an der Stelle. Und diese Nasenhalter, das seht ihr sowieso leider nicht, da ist ein Gummibezug drauf und der ist zu 80% schon ab. Das heißt, es wurde mal wieder Zeit für eine neue. Die hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Dienste geleistet und sie funktioniert immer noch wunderbar als Ersatzbrille. Und ich hatte immer Angst, dass wenn mir die mal kaputt geht, keine Ahnung, runtergefallen, dann idiotisch draufgetreten oder irgendwas abgebrochen, dass ich dann keine von diesen Brillen mehr habe. Und deswegen bin ich froh, eine neue gekriegt zu haben. Ich habe extra ein anderes Design genommen, die ist komplett schwarz, so ein bisschen leicht aus Gummi, kleiner auf jeden Fall. Hatte beim Aufsetzen erst Angst, dass mein dicker Eierkopf da nicht reinpasst. Aber die ist ganz cool und die hat auch nicht diese, die hat keine Nasenbügel, sondern die ist da einfach ein bisschen, also das Brillengestell ist da einfach so geformt wie ein Nasenbügel. Ziemlich geil. Und das ist meine neue Brille. Gunnar-Brillen, wenn ihr keine Dioptrien habt, also wenn ihr keine Brille braucht, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Dann sind die nämlich auch gar nicht so teuer und zockt mal damit. Das ist eine ganz geile Sache. Das kann ich nur mal so am Rande. Und ja, das ist meine neue. Ihr findet alles, worüber ich geredet habe heute, weil das so viel geworden ist, wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe auch Angst, wieder irgendwas vergessen zu haben. Rainbow Six.
wenn die Leute noch da sein sollten. Ich hatte ja dieses Feedback-Video gemacht, wie Dalukat spielt Rainbow Six. Ich wollte mit dem Video nie jemanden irgendwie zu nahe treten oder so. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, sich über unterschiedliche Meinungen, was das angeht, irgendwie zu streiten oder sowas. Ich bin momentan sehr zufrieden, wie mein Kanal läuft und ich bin auch... Was war das? Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was ich mache und was ich spiele. Und das Wichtigste, und das vergessen, glaube ich, immer viele, ist, dass ich euch eigentlich unterhalten möchte. Ich denke mir manchmal, wenn ich aufnehme, gerade im Multiplayer-Bereich, nehmen wir mal an, wir spielen Counter-Strike. Und ich spiele Counter-Strike vielleicht gegen einen von euch, vielleicht gegen einen ganzen Clan von euch. Und wir verlieren 16-0. Was glaubst du, wie das bei uns im TS dann abläuft? Dann wird der eine mal geflamed, dann wird einer ein bisschen salty, dann kennt ihr Vex und Co. Warum nehme ich solche Runden dann nicht? Ich gehe gleich wieder zurück auf Rainbow Six. Weil es nicht unterhaltsam ist. Ich finde, lustige Runden und spannende Runden oder auch gute Runden sind zum Zuschauen angenehmer als schlechte Runden. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn ich irgendwie ein Video von wem gucke, weil der irgendein Competitive-Spiel spielt und der kriegt nur auf den Sack, ist deswegen ein bisschen sauer und salty, dann macht es auch keinen Spaß zum Zuschauen. Da sollte sich also niemand angegriffen fühlen, wenn einer von euch uns dann vielleicht mal Rainbow Six zerstört hat und das Video nicht kommt, dass ich das nicht zeigen möchte. Ja, dass wir nicht nur gewinnen, außer in Culling, das ist ja wohl verständlich. Ja? Aber man kann verlieren und Spaß haben oder man kassiert einfach voll krass und da keiner hat mehr Bock. Ja, das ist so ein Unterschied. Rainbow Six hatten wir jetzt ein Video, da stand 2-2, da habe ich schon gesagt, egal wie das Match ausgeht, das war mega geil und hätten wir verloren, dann hätte ich es auch hochgeladen. So, das ist wichtig. Deswegen nehmt das auch nie irgendwie persönlich, wenn das dann nicht kommt oder sagt, oh, wir haben euch zerstört, aber der zeigt das nicht, ja, weil es nicht unterhaltsam ist. Aus eurer Sicht wäre es vielleicht unterhaltsam. Ja, so, das mal zu Verständnis. Und ansonsten war die andere Diskussion die Rank-Geschichte. Ich hatte meine Meinung halt dazu gesagt und wollte damit auch niemandem zu nahe treten. Das ist aber auch irgendwie verständlich. Nehmen wir an, einer spielt super, super gerne. Boah, was ein schlechtes Spiel. Nehmen wir mal an, ein kleiner Anteil auf diesem Planeten spielt gerne Wolf Team. Ja, das ist ein richtig schlechter Shooter. Und findet, Wolf Team ist der beste Shooter der Welt und der Competitive Shooter schlechthin. Und dann macht man den madig, dann kann man auch verstehen, dass die Person das irgendwie sauer aufnimmt. Und also ich hatte halt in Rainbow Six, ich hatte mit versteller Stimme das Ganze so ein bisschen halt runtergemacht und darüber geredet. Das ist aber alles gar nicht so ernst gemeint, wie es rüberkam. Es sollte einfach nur so ein bisschen meine Meinung untermauern, warum ich gerne Casual spiele. Würde ich keinen Counter-Strike spielen, würde ich wahrscheinlich Rainbow Six im Ranked spielen. Deswegen sage ich immer, Rainbow Six ist mein Ausgleichsshooter. Bei Counter-Strike, da strengt man sich mal an, manchmal spielt man auch ernst, manchmal hat man auch den Ehrgeiz zu gewinnen. Aber bei Rainbow Six möchte ich einfach nur Spaß haben und ich möchte, dass ihr das akzeptiert und weiterhin Spaß auf meinem Channel habt. Ich spiele zwar Competitive Shooter und eigentlich auch nur E-Sports-fähige Titel im Multiplayer, trotzdem bin ich kein E-Sports-Kanal, sondern ich möchte immer noch Spaß beim Zocken haben und möchte auch, dass ihr Spaß habt beim Zuschauen. Das ist mir wichtig. Und nur darum geht's. Wenn ihr irgendwie einen Pro-Gamer sehen wollt, dann schaut vielleicht auf Twitch vorbei oder folgt den Pro-Gaming-Teams auf Twitter und guckt, wann die streamen oder sonstiges. Ich glaube, das ist ja mal ein bisschen angenehmer. Und ich hoffe, das versteht ihr. Das ist ein wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, denn ich finde das schade, dass halt auch Abonnenten dann von mir geschrieben haben, boah, das war so scheiße, dass du da so kacke drüber redest, dann suche ich mir jetzt einen anderen. Dann frage ich mich, warum man mich eigentlich abonniert hat. Ich dachte, man abonniert jemanden, weil man vielleicht die Person gerne guckt, ja, oder vielleicht wirklich das Spiel in der Kombination mit der Person, aber dann möchte man doch auch mit der Person irgendwie Spaß haben und sich unterhalten fühlen. Das ist auf jeden Fall mal so ein bisschen allgemein zu dem Thema. Deswegen, auch ich muss immer noch lernen, das habe ich auch schon in 100 Vlogs gesagt, nicht immer auf jeden Kommentar einzugehen, weil ich antworte sehr gerne auf Kommentare genauso, wie sie geschrieben werden. Und das stößt meistens auf Hass, beziehungsweise auf Unverständnis. Nehmen wir an, einer schreibt, der Content, den du machst, ist Müll.
Und schreibt dann in Klammern, wenn man das Wort Müll als Beleidigung sieht, würde ich mir Sorgen machen. Da habe ich geschrieben, du und deine Familie sind Müll, aus Spaß. Und in Klammern, wenn man das Wort Müll als Beleidigung sieht, würde ich mir Sorgen machen. Ich finde, die Wortwahl und wie man etwas sagt, ist sehr, sehr wichtig. Und ich meine das natürlich nicht ernst, das meine ich nie. Ich habe keinen Grund, jemanden im Internet zu beleidigen. Ja, also, was in Rainbow Six die Hurensonien-Taktik ist, oder was in Counter-Strike der Hurensohn ist, ist immer noch nie die Person wirklich, die dahinter sitzt. Ja, ich kenne sie nicht, es kann der netteste Mensch überhaupt sein, man könnte sie in Real Life auch super verstehen. Einfach situationsbedingtes Reden. Kennt ihr bestimmt noch, als ich vor 100 Jahren angefangen habe zu zocken und im Teamspeak saß, da hieß es oft, Alter, der Wichser, oh, der, ne, piep, piep, schon wieder, ist nie die Person gemeint. Immer wichtig, Leute, versucht euch, achtet auf eure Wortwahl. Ich finde, im Internet ist das natürlich kein Muss. Ja, die breite Masse macht es nicht, aber versucht ihr es doch wenigstens. Vielleicht auf meinem Kanal. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Was habe ich noch? Genau, und jetzt habe ich noch, boah, heute bin ich im Auftrag, Alter. Ich habe jetzt am Ende noch ein anderes PP-Video, ein kleines Let's Play noch. Es ist ein Mobile-Game und heißt Carbon Warfare. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an das Spiel, und mir fällt der Name wieder nicht ein, wo du die ganze Welt zerstören willst, weil du eine Krankheit bist. Und genauso ist das auch ein bisschen gesellschaftskritisch. Ich war ein bisschen erst abgeneigt von dem Spiel und musste mir das Spiel eine Woche lang anschauen, beziehungsweise ich hatte eine Woche Zeit, es mir anzuschauen, und habe es dann noch gemacht, bevor ich den Deal überhaupt eingehe. Denn das Ganze ist so ein bisschen an unsere Zeit gekoppelt. Man versucht, die Welt mit CO2-Ausstoß zu zerstören. Du hast die Möglichkeit, in zum Beispiel Autoproduktion zu investieren und mehr Gebäude zu bauen. Dadurch werden mehr Wälder gefällt und natürlich alle relativ simpel und lustig aufgezogen. Und dadurch musst du mit CO2-Ausstoß die komplette Welt vernichten. Angefangen bei Nordamerika und dann halt auf die ganze Welt ausgelagert. Dadurch hat es halt diesen kleinen Bezug zu unserer Realität, wie es momentan ist, und vermitteln so ein bisschen Spiel mit echten Problemen. Und deswegen fand ich das ganz gut, und deswegen durfte ich das auch hinten an den Vlog dranhängen, weil ich darüber vorher mal reden wollte, denn das ist natürlich was ganz anderes und spricht auch, glaube ich, eine ganz andere Gruppe an und ist vielleicht auch nicht das, was wir sonst immer machen, wenn es halt so auf lustig und Co. geht. Ich habe es lustig gemacht, ich habe Nordamerika zerstört wie sonst was, ja. Und das kommt jetzt gleich noch im Anschluss. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Advent. Und ich freue mich natürlich auf den 1. Dezember. Ist ja bald schon. Und wir haben noch Überraschungen im Dezember. Und an die beiden Gewinner, meldet euch bitte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem Video zu Carbon Warfare oder Carbon Warfare. Wie im Vlog gerade schon angekündigt habe, ist es ein bisschen ein anderes Spiel. Ja, es handelt sich um ein Tablet-Spiel und ja, es handelt sich um ein produktplatziertes Video. Aber Carbon Warfare kommt mit einer etwas anderen Idee daher. Das Spielprinzip an sich kennen wir bereits. Wir müssen mit unterschiedlichen Mitteln die komplette Weltbevölkerung, die komplette Erde zerstören. Nur hierbei versuchen wir es einfach mit CO2, und das Ganze hat noch so einen kleinen gesellschaftskritischen Aspekt dabei, und genau deswegen habe ich das Ganze auch ausgewählt und genau deswegen habe ich das Ganze auch in den Vlog gepackt, anstatt ein eigenes Video darüber zu machen, beziehungsweise anstatt es direkt als eigenes Video zu veröffentlichen, denn man muss vorher ein bisschen was zu dem Spiel erzählen, damit vielleicht auch der ein oder andere von euch dranbleibt. Wir starten einfach mal das Probelauf-Szenario. Das hatten wir bereits geschafft, aber hier erklärt sich das Ganze nämlich ziemlich gut. Und im zweiten Anlauf werden wir dann versuchen, die Welt eigenständig zu zerstören. Es ist soweit, ich habe dir Reichtum und Macht gewährt, jetzt wirst du dich revanchieren. Eure Welt ist dem Untergang geweiht, die Menschheit ist entschlossen, sich auszulöschen. Du wirst helfen, ihr Schicksal zu besiegeln. Der Klimawandel ist eine stille Bedrohung, investiere in Branchen, die zum CO2-Ausstoß beitragen. Beobachte den Temperaturanstieg und werde Zeuge der Auswirkungen. Wir spielen im Tutorial, also im Probelauf, nur in Nordamerika,
Und das Spielprinzip basiert so: Wir investieren in unterschiedliche Branchen, die dazu beitragen, CO2-Ausstoß zu erhöhen, und müssen dabei aufpassen, dass die Bevölkerung nicht zu viel merkt und dann dagegen agiert oder forscht und so weiter, weil dann bricht alles zusammen. Wir klicken jetzt erstmal auf Investieren und haben momentan nur eins zur Auswahl in Amerika. Investiere in Nordamerika. Jetzt drücke ich auf Immobilien. Jetzt könnten wir neue Gebäude errichten. Diese Höfe und Wälder mögen gut sein für ein CO2-armes Klima, aber nicht für unsere Pläne. Entferne die lästigen Entwicklungsbeschränkungen, die sie schützen, und wir können Vororte, Trabantenstädte bauen. Und dann steht da immer so ein kleiner Joke drunter: Aus Kohlenstoffsenken werden Kohlenstoffquellen. Also so ein kleiner Text. Okay, pass auf. Dadurch, dass wir jetzt neue Gebäude bauen und dafür wieder Materialien benötigen und Platz benötigen, erhöhen wir den CO2-Ausstoß, aber die Wahrnehmung der Gesellschaft nimmt ein bisschen zu. Und wir machen keinen Gewinn dadurch. Bedeutet, wir bauen das jetzt, weil wir das ja in dem Tutorial müssen, mit dem Geld, was wir haben. Und jetzt nimmt das Ganze an CO2 zu. Das seht ihr da unten auf der rechten Seite. Hier, Heatmaps zeigen den CO2-Ausstoß, den eine Stadt erzeugt. Die Temperaturen steigen, aber es reicht nicht. Investiere noch einmal. Da wir jetzt eher noch kein Geld verdienen, müssen wir jetzt Einfamilienhäuser bauen. Palastartige Häuser mit extravagantem Stromverbrauch und nicht einen Gedanken an CO2-Bilanz. Das brauchen wir für unsere Pläne. Wir müssen so viel davon bauen lassen wie möglich. Zeit für eine Wohnrevolution. Mit diesen Einfamilienhäusern nehmen wir jetzt auch ein bisschen was ein. Das seht ihr auf der rechten Seite unter Gewinn. Die Wahrnehmung steigt ein bisschen und der CO2-Ausstoß bleibt. Und da müssen wir die Waage halten. Wir müssen natürlich einen Gewinn machen, um CO2-Ausstoß zu fördern, aber die Wahrnehmung darf nicht volllaufen, weil sonst die Bevölkerung dagegen vorgeht. So, jetzt haben wir Einfamilienhäuser gebaut und das ist auch unsere Einnahmequelle. Solange diese Münzen auf dem Feld landen, können wir die einsammeln und machen damit Kohle. Wenn das abgelaufen ist, gibt es auch erstmal kein Geld mehr. Das heißt, wir hätten da unsere kompletten Einnahmen, die wir dafür durch diese Einfamilienhäuser produziert haben, eingenommen. Zack, kein Geldgewinn mehr. Das heißt, wir haben jetzt 24 Coins. So, jetzt können wir selber investieren. Wir haben 25 Coins und haben jetzt die Möglichkeiten, erstmal in die Tiefseebohrungen zu gehen. Dadurch steigt der Gewinn und die Wahrnehmung bleibt eigentlich ziemlich gering. Alles in allem ein ganz guter Deal, um Geld zu machen. Oder wir gehen in die Autoproduktion und da ist der Gewinn enorm, ja. Autoproduktion der nächsten Generation kann der Industrie Nordamerikas neues Leben einhauchen. Aber die Wahrnehmung steigt ein bisschen. In dem Fall riskiere ich das jetzt. Und wir machen ein paar schicke Wagen, ein paar schicke neue Autos. Autos sind immer wichtig für CO2. So, jetzt nehmen wir natürlich in der Zeit wieder unser Geld ein. Und überlegen uns dann schon mal, was wir wieder brauchen. Wir haben nämlich gerade nur 10 Coins. Wir könnten, glaube ich, was kostet uns die. Ja, die kostet uns 12, die Tiefseebohrung. Die Wahrnehmung steigt nur ein bisschen, aber wir machen dicken Gewinn. Und jetzt ist unser Kopf da auch wieder ein bisschen voller geworden. Und da hüpfen dann die Coins so raus. Jetzt kriegen wir auch plus 2 für jede, die wir einsammeln. Also kriegen wir sowieso immer. Wenn wir es idlen würden, würden wir, glaube ich, für jeden Tick eine Coin bekommen. Genau, da seht ihr plus 1, wenn sie rausspringen, plus 2, wenn wir es einsammeln. Deswegen, ja, interaktiv gibt es ein bisschen mehr Kohle. Jetzt ist Denver wieder im Weg. Hat hier aber geklappt. Wir können mal gucken, was wo ist. Hier ist New York. Dann haben wir hier unten noch Los Angeles. Und die wollen wir alle kaputt machen. Ja, wir müssen jetzt aber erstmal die Temperatur auf 17 Grad bringen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal gut Kohle. Und bei den Autos, da steigt der Gewinn. Ja, aber die Wahrnehmung auch. Gewinn haben wir jetzt aber. Deswegen gehen wir wieder in Gebäude. Gewerbebauten. Baue ausladende Gewerbebauten und spare nicht an Parkplätzen. Genau das brauchen wir. Viel CO2. Zack, die bauen wir. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite wieder, was mit CO2 passiert und wo. Ja, alle Großstädte sind daran beteiligt. Und damit steigt unsere Temperatur auf 17 Grad. Was jetzt erstmal unser erstes kleines Ziel gewesen ist. Also die Temperatur zu steigern. Das haben wir geschafft. Ziel 1 erreicht. Also in der Hinsicht relativ simpel. So, Wissenschaftler warnen vor Naturkatastrophenrisiken, während CO2-Emissionen die Globaltemperaturen zu neuen Höchstständen treiben. Da sind wir dran schuld, Leute. Wäre erfreulich. Ein globaler Anstieg von 2 Grad, 3,4, 6 Grad Fahrenheit, mag vielleicht nicht viel erscheinen, aber dein Klima ist bereits instabil und anfällig für Katastrophen. Lass uns weitermachen. Und die Katastrophen, die bestimmen nämlich wir selbst. Jetzt, wo CO2 ausgesondert wird, sammeln wir auch diese CO2-Ballons ein.
Und die brauchen wir, um Katastrophen selber starten zu können. Die Katastrophen können wir kontrollieren, dadurch, dass die hohen, durch die hohen Temperaturen. Und die Markierung zeigt potenzielle Katastrophengebiete an, das heißt da, wo wir sie platzieren können und wie sie sich ausbreiten können. Wir können jetzt in dem Fall nur hier setzen und dadurch verbreitet sich das Feuer. Und jedes Minus-Mannequin, ja, ist für uns gut, weil da geht gerade jemand drauf und die Stadt brennt. Schön weiter das Geld einsammeln, nicht vergessen. Und jetzt können wir wieder investieren. Und wir investieren weiter in Häuser. Holzmöbel hilft dabei, die Nachfrage nach Produkten aus Holz für all diese neuen Gebäude zu bedienen. Jeder braucht Holzmöbel, oder? Wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner hört, ist er trotzdem eher in einem Möbelkarton, als du ihn musst sagen kannst. Wir müssen mehr Holzmöbel bauen. So, CO2-Ausstoß überall und Kohle. Naturkatastrophe ist wieder bereit. Wir klicken sie an. Wir gucken, wo wir es platzieren könnten. Platzieren kann ich es überall. Wir nehmen wieder da. Einfach jetzt, weil es gerade so schön grün am Leuchten war. Ich hätte es uns eigentlich auf eine Stadt gesetzt. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Es breitet sich nicht aus. So, aber was machen wir eigentlich, wenn die Medien davon Wind bekommen? Gefahr durch Klimawandel steigt. Die Besorgnis über die steigende CO2-Konzentration in der Luft wird immer größer. Wissenschaftler haben begonnen, an einer CO2-Bindungstechnologie zu arbeiten, die Treibhausgase-Emissionen senken soll. So, das finden wir nicht geil. Das finden wir schlecht. Denn die Wissenschaftler der Welt sind auf uns auf der Spur. Dieses CO2-Bindungsprojekt ist eine Bedrohung für meine Pläne. Ich vertraue darauf, dass du nicht zulässt, dass es Erfolg hat. Genau, was machen wir, wenn das steigt? Jetzt müssen wir alle Städte zerstören, bevor die Bindungsinitiative fertiggestellt wird. Aber wir haben da auch noch eine andere Chance. Oben links sehen wir ja den Wert, wie die Leute drauf sind und wie weit die sind. Und das könnten wir senken, indem wir die Medien benutzen. Kohle ist sauber. Verbessere das Image des schmutzigsten fossilen Brennstoffs, indem du eine Zukunftsvision voller sauberer Kohletechnologien schaffst. Dadurch senken wir die Wahrnehmung der Gesellschaft. Das können wir dreimal pro Runde machen. Ja, das heißt, wir bescheißen hier ein klein bisschen. Und wir machen jetzt nochmal ein bisschen mehr Geld eben, indem wir nochmal in Petrochemikalien investieren. Ein lukratives Unternehmen für Petrochemikalien. Ich spreche das bestimmt falsch aus. Ich kann hier auch noch was lernen. So, jetzt schmeißen wir wieder mit Kohle um. Wir haben wieder zwei Naturkatastrophen. Die wollen natürlich auch nochmal gefördert werden. Und zwar einmal direkt in den Städten hier. So, das darf ja nicht, so darf das ja nicht laufen. Hier noch eine, machen wir die mal dahin. Wird ein bisschen wärmer da. Und alles geht langsam zugrunde. Wir haben noch eine hier unten hin. Das ist nämlich schon fast am Absterben. So, 31 Coins. An die komme ich wieder nicht dran. Die Denver Coin ist blöd. So, wir müssen die Temperatur erhöhen. Das müssten wir gleich eigentlich geschafft haben. Wir haben wieder 41 Coins. Die Autos bringen uns gerade nicht viel. Das hier wird uns viel bringen. 44 Zentrale. Wir brauchen Klimaanlagen. Jeder braucht Zentrale. Klimaanlagen müssen überall rein. Zack. Klimaanlagen verbrauchen jede Menge Strom. Aber durch die bleiben die Arbeiter frisch und produktiv. Ja. Und dadurch, dass jetzt hier, nicht, dass sie wieder was merken, müssen wir hier für 12 Coins wieder schön rein investieren und die Wahrnehmung senken. Oh, dadurch, dass wir jetzt das Ganze auf 19 Grad erhöht haben, schmelzen die Eiskappen. Die grönländische Eisschicht schmilzt hier. Hochwasser flutet mehrere Küstenstädte. Das war's, New York. Oh, und unten links auch. Steigender Meeresspiegel überflutet Küstenstädte. Ein Meeresspiegelanstieg von 15 Meter hat eine Küstenstädte in den Vereinigten Staaten verwüstet. New York und L.A. befinden sich im Ausnahmezustand. Miami wurde vollständig überschwemmt. Und da rattert's hoch und dadurch, dass wir auch noch da die Klimaanlagen gebaut haben, rattert sowieso schon gerade nach oben. Und jetzt müssen wir alle Städte kaputt machen. Erstmal nochmal mit den Medien die Wahrnehmung ein bisschen senken. Da sind wir gar nicht schuld. Jetzt haben wir noch 5 schöne Brände, die wir legen können. Vancouver kriegt jetzt ein bisschen was ab. Ja, und dann hier noch Denver. Und so brennt alles nieder.
Das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Jetzt können wir nochmal hier die Medien. Komplett Nordamerika ist am Arsch, aber bei uns ist alles cool. Bei uns ist alles cool. Und ein Krieg beginnen. Bürgerkrieg. Und damit hat sich die Stadt selbst zerstört. Tada! An sich ist das das Spiel von Carbon Warfare. Das war natürlich nur das Probeszenario. Es hat genau 23 Jahre. Hat es gedauert, komplett Nordamerika zu zerstören. Temperaturanstieg von 5,5 Grad. Und der Fortschritt, der CO2-Bindungsfortschritt, war nur bei 35%. Und so ging Nordamerika zugrunde. So, und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, die komplette Welt zu zerstören. Man hat noch den Zorn der Natur, richte mit einem Arsenal an Klimakatastrophen Chaos an. Es gibt unterschiedliche Spielmodi. Und wir schauen uns an, wie das mit der echten Welt so aussieht. Beim nächsten Mal. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet den Link zu iOS und Android unten in der Videobeschreibung. Das Spiel ist free to play. Es ist ganz lustig. Man lernt ein bisschen was. Es kann... Meiner Meinung nach kann es wirklich nicht schaden, wenn man sich es einfach mal anschaut. Selbst wenn man noch zur Schule geht, vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht sogar sehr praktisch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.